Also ich habe gestern vom Dodo geträumt und er so, ich bin die Schwester vom T-Rex, nur ein klein und flauschig. Also du kennst ihn, ich kenne ihn nicht. Ich habe den natürlich schon mal auf Bildern gesehen und ich weiß, dass es ein sehr großes Trampeltier ist. Also es war Das ist halt eine gute sehr Beschreibung. watschelig, ne? Es war halt sehr watschelig und es war halt auch noch menschenfreundlich auf der Insel, wurde es halt nicht gefressen. Und dann konnte man den einfach mitnehmen und sagen, lecker, lecker, und dann war er auch alle. Wahrscheinlich nichts Neues. Wir als Menschen haben sehr, sehr, sehr viele Tier- und Pflanzenarten ausgerottet in den letzten nicht nur ein paar hundert Jahren, sondern auch schon davor. Und das sind jetzt mal so ein paar Beispiele von Tierarten, die wir als Europäer europäische Menschen ausgerottet haben in jüngerer historischer Zeit. Also kennt wahrscheinlich einige, also Dodo kennt man aus Ice Age, das ist eine große flugunfähige Taube von Mauritius. Ah, das ist eine Taube. Das ist eine große Aber die flugunfähige Taube Taube, ist so richtig groß. groß. Ja, wie wir eben gerade gehört haben, ist der Dodo eine Taube, genauer gesagt eine flugunfähige Riesentaube. Heutzutage gibt es so etwas nicht mehr auf dem Planeten, was sehr schade ist. Und weil der Dodo eben auch schon so lange ausgerottet ist, wissen wir so gut wie gar nichts darüber, wie die Lebensweise dieses Tieres ausgesehen haben mag. Und wir können zum Beispiel auch nichts darüber sagen, was für Laute das Tier von sich gegeben hat. Heutige Tauben haben ja oft sehr typische Laute, wie wir sie auch in Berlin jeden Tag charakteristisch hören können. Ja, ich finde die unglaublich sympathisch. Also, weil Oh, es, ein Täubchen. genau, aber die war halt leider nicht gut gemacht, als dann die ersten Matrosen und sowas auf die Insel kamen und brauchten Essen. Und die hatten, waren nicht mal Beutegreifer gewöhnt und dann sind die halt einfach da lang marschiert und haben sie einfach schlafen lassen. Ja, der Dodo konnte vor allen Dingen deshalb so leicht eingefangen werden damals, weil er eben nicht scheu war. Er hat die Menschen nicht als Feinde betrachtet. Das ist ein Phänomen, das typisch ist für viele Tiere, die auf Inseln evoluiert sind und nennt sich im Englischen Island Tameness oder Inselzahmheit auf Deutsch. Und das liegt daran, dass auf Inseln oftmals weniger Fressfeinde vorhanden sind und viele Tiere, die nur dort leben oder dort entstanden sind, es eben einfach evolutionär nicht gewöhnt sind, dass sie vor Beutegreifern fliehen müssen. Wenn man natürlich gejagt wird von Menschen, so wie der Dodo, ist es ein Problem und dadurch konnte das Aussterben oder das Ausrotten dieser Art eben noch beschleunigt So wahrscheinlich so einfach und dann ins Schiff oder so. Ja, das war schon tragisch. Aber werden. sehr niedlich waren sie dennoch. Und ein anderer Vogel, auch von der Nordhalbkugel hingegen, ist der Riesenalk. Sieht ein bisschen aus wie Pinguin von Weitem. Das war ein relativ großer Vogel aus, zum Beispiel, da konnte man von Island, Färöerinseln, Nordatlantik generell. Und der ist ein Papageientaucher verwandt. Der wurde auch komplett ausgerottet. Der Riesenalk ist ja noch nicht ganz so lange ausgestorben und daher hat auch das Museum für Naturkunde einige Exemplare davon. Unter anderem ist eines davon in unserer Ausstellung zu sehen. Beim Dodo hingegen ist es was ganz anderes. Dort ist es so, dass wir eigentlich nur ein einziges vollständiges Skelett kennen und das heißt, wir wissen sehr, sehr wenig über den Dodo und auch die ganzen äußeren Erscheinungsbilder des Tieres sind zum gewissen Grade vielleicht auch nur Annahmen von uns und nicht immer exakt mit der Realität in Einklang. Wir wissen nicht, wie der Dodo singt, aber meine Aufgabe ist es, als Suppenkasper zu imitieren, wie der Dodo singt. Also der Dodo hat einen relativ großen Schnabel. Das heißt, ich mache hier schon mal die frischen Zwischenräume ganz weit auf. Ja. Und dann hat er ja auch ein gutes Kiefergelenk. Das würde ich sagen. Und dann hat er mehr so gemacht. Kann der auch Lieder singen, so wie die Nachtigall? Nee. Nee, nee, nee. Wer auf dem Boden wohnt, der hat höchstens rhythmisch das gemacht, weil ihn das stimuliert hat, wenn er gelaufen ist, dass das so. Du meinst, dass Der der so einen guckelt so. Watscheltanz konnte? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Und gebalzt hat er halt auch eher mit seinen kleinen Flügelchen. So, sieh mich, sieh mich. Sieh mich. Wer weiß. Wer weiß. Aber ja, das hätte ich gerne gewusst, Leute. Aber Next das time, ne? können wir nicht mehr wissen, weil irgendjemand die alle platt gemacht und gegessen hat. Ganz prima, Freunde.